Normalerweise wird das Bauhaus ja nicht mit Bucheinbänden in Verbindung gebracht, höchstens mit typografischer und anderer Buchgestaltung. Hier haben wir aber 5 Zeugnisse aus der Buchbindeklasse am Bauhaus. Das hat seinen Grund darin, dass das Bauhaus in gewisser Weise die herzoglich-sächsische Kunstgewerbeschule beerbt hat. Und dort gab es seit 1910 eine Klasse für Bucheinband. Werklehrer war damals wie später auch Otto Dorfner. Bis heute ist er in Buchbinde und Fachkreisen eine Größe, an der man nicht vorbeikommt. Als ich vor nun auch schon langer Zeit anfing, für die Buchrestaurierung in der Anna-Amalia-Bibliothek zu arbeiten, bin ich auf diese 4 Bände gestoßen. Erst auf den Holzdeckelband, dann in einem Magazin auf diese 4 Bände. Ich finde sie in erster Linie als Zeitzeugnis interessant, dass also, obwohl die Ausbildung in der Buchbindewerkstatt natürlich eine handwerkliche und solide sein sollte, dafür stand schon der Werkmeister, hier eine Schülerin auftritt, die ganz fantasievoll arbeitet und die hauptsächlich in Farben und Flächen denkt. Ich glaube, das Verhältnis von der Schülerin Annie Wottitz und Otto Dorfner muss von Anfang an gespannt gewesen sein. Also Dorfner, der renommiert ist für die technische Ausgefeiltheit und Solidität seiner Bucheinbände, konnte mit diesen Entwürfen nicht zufrieden sein. Trotzdem ist es interessant, wie stark auch Annie Wottitz mit ihren Arbeiten Dorfner wird angeregt haben. Denn dieses Buch hier mit seinem Einband ist 1923 entstanden und 1928 finden wir ein Holzdeckelband von Otto Dorfner gearbeitet, der natürlich solider ist. Wir haben hier keine Lederbünde, sondern Pergamentstreifen. Die Scharnierfunktion ist viel besser gelöst. Und dieser Band gilt von Otto Dorfner gilt heute noch als falzfreier Einband aller Dorfner. Wenn Sie eins der Bücher einfach so öffnen, dann haben Sie ein Satzbild, wie es Ihnen auch entgegenkommen könnte in Büchern aus der Zeit um 1800. Gedruckt wurde aus einer klassizistischen Antiqua und das Papier ist handgeschöpft und hat ein gewisses Volumen. Und erst wenn Sie dann den Haupttitel aufschlagen, sehen Sie hier Utopia Verlag Weimar. Dass so unterschiedliche Biografien aufeinanderstoßen oder sich für einige Jahre in Weimar gekreuzt haben, ist sicher bis heute das Spannende an dieser Weimarer Bauhauszeit. Und ich finde, dass man einen Teil der Spannung auch solchen Artefakten wie diesen Bucheinbänden ablesen kann.